Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Mit dabei ist David, Digga. Geh in Doppel-K. Ich gehe in Doppel-K, genau, darum geht's heute, soll es heute gehen. Heute ist Genetik-Gruppentreffen angesagt. Aus der Genetik-Telegram-Gruppe. Mit David habe ich mich schon mal getroffen, aber vor 4 Monaten. Vier Monate? Ja, ungefähr. Oder sogar ein bisschen früher, da war es so ein bisschen kälter. Mal gucken, wie die anderen so gesinnt sind. Ich glaube mal, Zimi und so werden wahrscheinlich kein Problem damit haben. Auf jeden Fall grüße an dich, mein bester Drummer. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir beide haben Genetik-Nerd schon. Ich bin mal gespannt, wie die anderen das nehmen, ob die auch was anhaben. Ich habe das initiiert, dass eigentlich jeder ein bisschen was von Genetik anziehen soll, was er hat. Inwiefern jeder eben das machen kann. So Leute, wir sind in Kassel angekommen. Innenstadt, sind gerade vom Bahnhof weg. Strapazenbahn fährt. Jetzt laufen wir über Rot, Digga, weil wir es einfach können. Links oder rechts? Wir sind noch nicht rechtsextrem, deswegen gehen wir links. Das stimmt. Das ist gut, ja. Ja, ja. Da hat irgendjemand gerufen. Ja, vermeintlich ist das Kassel. Wir haben noch nicht viel gesehen. Ich habe aber am Park ausfindig gemacht, deswegen werden wir, wenn alle so langsam mal da sind, mal gucken. Gerade wollen wir eher mit so einem Kiosk. Schicke Z4. Ja, was soll ich sagen? Wie findest du es hier? Also, ich finde es ein bisschen leer. Heute ist doch Freitag, oder nicht? Ja. Wo gehen denn die fetten Partys, Junge? Oha, Erotik-Shop. Ist das ein Stand oder was? Das ist ein Erotik-Shop, Digga, mit Kino. Ach so. Das sind Sachen, die sieht man nicht alltäglich, Junge. Stimmt eigentlich. Der hat sogar offen. Weiß nicht. Dass man so da auch mit Maske rein muss. Wenn man mit Maske rein muss, genau. Da mit Maske rein aber muss. Wahrscheinlich nur Bondage-Masken. Naja, sicher. So ein Ding ist das. Genau, Bondage-Masken. Wollen wir alle nicht. Gut. Typico, schöne Bar. Gardena. Gardena Autohaus. Busse fahren hier. Schicker Möbelladen. Nun denn, machen wir mal, zeige ich euch noch einen kurzen Shot und dann geht's in die zweite Szenerie, dritte Szenerie, keine Ahnung, Digga. Was halt auch passieren wird. Das nächste ist, dass Kevin kommt. Chop Sui! Oh, das. Yo! Chop Sui, Digga! Und hiermit soll die Szenerie auch enden, Junge. David, Digga, das war ein guter. Das Corona Castle, du. Ihr wisst, Castle and Corona. Fuck. Die Monsterdose gönnt nie. Ich weiß nicht, die ist behindert. So ein Bullshit, Digga. Aua, das war mein Daumen. Diese sei Genetik auf alle Zeiten. Oh fuck, ich blute. Oh shit, er blutet. So, der Legendäre, der Durchi auf Twitch ist da, Junge. Der Allerechte. Der Allerechte mit Genetikmasch, wir alle, Junge. Ich ja auch im schönen MDNA-T-Shirt. Der hat da hinter den Kopf geparkt, Junge. Ich hab's ihm eigentlich gesagt, er soll davor fahren. Ja, da vorne bei den Taxis, Alter, und Chop Suya machen, Junge. Ja, Alter, wir müssen die auch ein bisschen aufeinander nehmen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt mal ins Airbnb und checken das da mal ab. Sie doch schon, die haben das gehört, glaube ich. Ja, einfach. Ey, wir sind da vorbeigelaufen. Ich hab da hinten rumgebrüllt wie so ein Verrückter, Alter. Und hab ein bisschen mitgerappt und auf einmal kam gleich so ein Bullenmann stehen. Ich schaue so rüber, ich schaue so Piss von Bullshit. Bullshit, genau. Gut, dann gehe ich euch einen kleinen Pornos und Pornüschen von Airbnb. Mal gucken, gegen 16 Uhr sollten die anderen kommen. Bis dann. So, jetzt sind wir im Airbnb angekommen. Richtig fresh, Alter. Mega nice. Mega nice, Alter. Eine richtig frische Wohnung. Das jetzt hier aussieht. Kevin am Qualm wieder. Mal ohne Sonnenbrille, immer. Alter. Eigentlich echt fresh hier.
Kleines Hungenviertel. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben zwei Balkone. Ich glaube, das ist einer und wir haben nicht. Digga, ich hab so Kohldampf, dass ich mir jetzt, glaube ich, erstmal die Gummibärchen vom Bett snack, Alter. Die Roomtour. Ich hoffe, die war relativ gut. Ich bin noch ein bisschen unvertraut mit so Roomtours drehen. Pörnchens, ne? In dem Sinne. Gönnt euch diese sicke Tasse, Digga. Der ist gerade reingegangen. Wir waren gerade am Cruisen, Digga. Viel Musik gehört und sowas mit seiner Schrottkarre. Viel Musik gehört. Gönnt euch das T-Shirt, Digga, einfach in schwarz, ich hab das in weiß und hat miese Flecken, Junge. Passiert, ja? Ja, Mann. Ich hab gerade Geschichte aus Polanegarten erzählt, ich hab mir einen Sixpack Astra geholt, Digga, ganz Kopf auf voll jetzt danach in der Sonne stehen lassen. Das ist Dominik, Digga, das ist der... Das ist Dominik, Digga, das ist der Dupe mit der Tasse. David. Verändere dich das Gesicht, Alter, und spur zurück auf die Tasse. Er klingt ganz entspannt. Ey, wir haben in der Innenstadt ein Schild gefunden, Digga. Das sagt an die Wand geschrieben, da stand Chop Suey Asian drauf. Ehrlich? Ja. Ja, David. Wie gut, dass ich das mal beim Vater getrunken habe und ich das sogar mag. Kies mit Shit, Digga. Wie? Ich glaube, wegen nichts gegessen oder so. Eigentlich habe ich das nicht so, aber heute ist das ganz komisch. Ist doch gleich mal lieber was, oder? Ja. Ja, Mann, dann gehen wir gleich was essen. Ich frag gleich mal die Weiber, wann sie kommen. Vielleicht fehlt auch der Alte, ich weiß noch nicht. Meine Damen und Herren, hier ist der Boss mit der Red Bull. Heute haben wir hier Red Bull des Todes, Junge. Ganz für die ganze Gruppe spendiert, Alter. Gerade im Angebot, das gehen wir mal fett zur Kasse, Alter. Das wäre der Kassierer nicht finden, egal. Also, das sehen wir uns dann raus. So, wir haben jetzt alles zusammengefunden. Ich bin fast halb. Ich habe keine Ahnung, Digga. Auf jeden Fall viel Astra getrunken. Entschuldigung, wir wollen hier bitte privat bleiben. Oh, David ging zwischenzeitlich mal schlecht. Mir geht's hier. Mir geht's jetzt wieder gut. Mir geht's auf jeden Fall wieder gut. Er ist wieder richtig in seinem Element. Wie geht's hier? Ja, schönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Schön Ginger. Junge, hör mal auf, Mann. Christian Schock. Schön Ginger, Alter. Ginger. Ginger! Sag dreimal Ginger in den Spiegel. Simsalabimbo. Also ich weiß ja nicht, ich hab Gin dabei. Wer trinken mag, kann sich gerne bedienen. Ne? Haifisch! Was machen Sachen, David? Er ist professionell an einem sehr dunklen Ort, ne, mit einem See. Braucht man eine Taschenlampe, deswegen... Aber Wetter wird gut hoffentlich, oder? Nicht, dass es irgendwie anfängt zu regnen. Also jetzt nicht heute, meine ich, aber morgen, übermorgen. Simi fragt schon nach Bäckerbrötchen. Stark oder so? Bakeries? Ja, ach, da sind die Red Bulls, die wir gekauft haben, Junge. So, ich habe euch ja noch gar nicht Sonja vorgestellt. Ich schaut auch hin und wieder mal meine Videos. Hi. Das ist Sonja. Wie geht's? Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Ich bin auch im Genetik-Merch am Start.
Sehr professionell. Also. Ja, Mann. Hier mit Doppel-N Alter drauf. Ja. Oder was ist das? Ja. Ja. Ah. Oh, Digga, ich bin so fertig heute. Wirklich? Wovon? Es ist so viel Scheiß zwischendrin passiert, aber wo ich eigentlich mitgenommen habe, ist echt lustig. Ich hab dir noch geschrieben. Da hinten ist irgendwo ein Konzert. Ich muss erstmal versuchen, mit einem Rosé ein Tornado zu machen. Ich hoffe, ich verschütte nicht so viel. Hallo! Hallo! Ich muss hier aufpullen, Junge! Ich hab einmal Rosé getrunken, das hat schon gezündet. Das ist sicher Rosé. Du kannst damit kein Tornado machen. Nick! Ich hab mich an, ich will den Arsch. Wenn die Scheiße weitergeht, dann ist es lecker, ne? Ja, das ist richtig spannend. Ja, dann ist es scheiße. Natürlich ist es. Machst du? Ja. Ich hab gerade einen miesen Niesanfall gehabt, Alter. Scheiße, meine Kamera ist. Alle riesig hier voll. Besser ist das, Digga. Schaut ihn euch an. Wie rot sind deine Augen? Ey, lauter mach, meine Bazillen sind gut. Fuck, Digga, mich fickt das gerade richtig, Mann. Ey, Kevin, das Fenster! Fuck, Mann, Digga. Geldbeutel muss ich mitnehmen, ganz wichtig, Alter. Oh. Ja! Das ist krass, Digga. Das ist Leben, Alter. Hab ich alles. Ja, restig bald. Ey. Schau dich noch. Ey, guckt euch auch diese geile Jacke an, Alter. Die ist komplett ausgestattet, Alter. Aber er meint, er ist selber nicht so hundertprozentig glücklich damit. Auf den Bildern sahen sie krasser aus, oder nicht? Ja. Das stimmt allerdings. Ja, egal. Man nimmt was man mitnehmen kann. Genau, das ist Nightlife, Bitches. Er weiß, wie es ist. Ja, Mann. Ich bin... Nur eine Hau oder zwei. Ey, schade, dass Dr. Ich dachte, Dr. Fürth, das kommt auch, Alter. Normal kommt er doch. Morgen? Aber wann? Ey, von Himmel. Die ganze Zeit auf Bauch. Ja, und da kommen die Weiber. Und jetzt gehen wir Döner essen, Junge. Danke. Das ist der wunderschöne Döner hier in Kassel, bin ich mal gespannt. Der sauft auf ganz entspannt hier seine Cola Mix und der trinkt sein Chai Latte, Digga. Chai Latte, Digga. Kim hat einen schönen kleinen Döner-Teller, Sonja hat auch nicht so Bock. Und Siska hat richtig Bock auf Pommes bekommen. Ne, lass es dir schmecken, Kim. Es ist 2.22 Uhr und es. Der Döner, ich kann ihn nicht bewerten, Alter, mein Geschmacks... War gut oder war nicht gut? War schon in Ordnung, Digga, außer dass er scheiße gefaltet war, aber... Ey, manchmal darfst du dich über aufregen über die Falttechnik. Ja, Mann, der war zu... Du bist in der Stadt, weißt du, das ist diese Falttechnik, der war von nicht, Großopa... Der war nicht so, der war so, Digga, der war so... So! So ein Ding! Und der Ehrenmann, Kevin, Alter... Der hat gezahlt für uns, Mann, der hat einfach gezahlt, Mann. Obwohl Mr. Chinchilla für uns ausgeben wollte, Alter. Ups. So ein Ding ist das. So, Digga, David ist jetzt auch gegangen. Wo ist der Schlüssel? 100% ist da vorne. Was willst du? 50. Vielleicht war es das falsche Haus, Junge? Ja, okay, dann. 50 Euro, Junge! Weil ich dir meine Tasse geschenkt habe, Alter. Hier, nimm die 50 Euro mit. Ehrlich jetzt? Und geh gut schlafen. Hey, warte, wer ist das da vor? Oh, das ist eine Einbildung. Warte. Scheiße, wir haben einfach nur hinten geparkt. Willst du nicht laufen oder sollen wir überprüfen? Ey, ich kann dir nochmal. Nicht, dass er morgen sagt, der Schlüssel liegt für beide Türen. Könnte aber auch sein. Könnte sein.
Kino, Digga. Bruder, Kevin, Kino. Auf jeden Fall. Ich dachte, gib dir noch einen Fuffi, Digga. Ja, Leute, Digga, wir sind jetzt wieder da. Ich hielt mich noch ein bisschen hin, bevor ich kaum Schlaf bekomme. Das war's auf jeden Fall mit dem Kassel-Vlog. War sehr nice. Das ist wirklich. Lasst ein Like da. Ich danke allen, die da waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wirklich viel Spaß. Alle, die nicht dabei waren, ist schade. Ich bin zwar den Freitag da, es kommen noch mal welche dazu. Gruppentreffen findet sicherlich mal öfters statt. Und vielleicht das nächste Mal in Nürnberg. Das wäre auch fresh, Alter. Und dann ist wahrscheinlich David nicht da. Der andere David auch nicht, weil wir so lange fahren. Mal gucken. Auf jeden Fall. Haut rein, mach's gut, bleibt gesund. Alle, die Genetik supporten, so auch liebe Grüße an euch, Alter. Und alle, die nicht. Scheiße, Digga. Und an alle, die dieses Video sehen aus der Telegram-Genetik-Gruppe, ich hoffe, das hat euch umgestimmt, dass ihr das nächste Mal auch zum Gruppentreffen kommt. Auf jeden Fall, jetzt sage ich mal adieu, gute Nacht, ihr Bitches, und bis deine Antenne.